Nachdem Yoda während seines Duells mit Palpatine im Senatsgebäude auf den Boden gestürzt ist, erkannte er, dass er besiegt wurde, was ihn dazu veranlasste, durch den Wartungstunnel des Gebäudes zu fliehen. Logischerweise fanden die Schocktruppen keinen Körper, lediglich seinen Umhang, worauf Masameda schloss, dass der Jedi noch nicht tot ist und Palpatine anforderte, die Suchmannschaften zu verdoppeln. Aber woher wusste Palpatine, dass Yoda noch am Leben ist und nicht eins mit der Macht wurde, so wie wir es bei Obi-Wan oder Luke gesehen haben, als auch nur noch ihr Umhang übrig geblieben ist? Eigentlich ist die Antwort auf die Frage ganz einfach. Palpatine wusste nicht, dass Jedi zu so etwas in der Lage sind. Auch wenn ich glaube, dass Yoda zu diesem Zeitpunkt bereits die Fähigkeit erlernt hatte, ein Machtgeist zu werden. Noch vor dem Fall der Republik lernte Qui-Gon Jinn vom Schamanen der Wills die Fähigkeit, sein Bewusstsein nach seinem Tod zu bewahren. Jedoch wurde er von Darth Maul getötet, noch bevor er seine Ausbildung abschließen konnte. Dadurch konnte er eine Zeit lang nur seine Stimme in der Welt der Lebenden manifestieren, was wir unter anderem in Clone Wars sehen. Gegen Ende der Klonkriege begab sich dann Großmeister Yoda auf eine spirituelle Reise, die ihn zu den Planeten Dagobah, Moriband, früher auch Corriban genannt, sowie dem Geburtsort der Midichlorianer führte, wo er schließlich bei den fünf Machtpriesterinnen lernte, nach seinem Tod sein Bewusstsein sowie seinen Körper in der Welt der lebenden Macht zu manifestieren. Diese Fähigkeit wurde dann ebenfalls Obi-Wan Kenobi gelernt und auch Qui-Gon schaffte es, sein Training abzuschließen und schließlich als Machtgeist in Erscheinung treten zu können. Somit konnte Palpatine nicht wissen, dass Yoda in der Lage wäre, ein Machtgeist zu werden, wenn Qui-Gon in-Universe chronologisch gesehen der erste Jedi aller Zeiten war, der zu einem Machtgeist wurde. Natürlich ist das die kanonische Antwort auf diese Frage und in Star Wars Legends gab es auch schon antike Jedi, die zu Machtgeistern wurden. Auch wenn ich glaube, dass das nicht unbedingt George Lucas Vorstellungen entsprach, da in Episode 3 Yoda zu Obi-Wan sagte, dass ein alter Freund den Weg zur Unsterblichkeit entdeckt hat. Und auch der gesamte Clone Wars Arc mit Yodas Reise meiner Meinung nach so ein wenig den Boden für George Lucas eigene Sequel Trilogie ebnen sollte. Aber das erzähle ich euch ein andermal. Wenn ihr mehr Geschichten rund um Star Wars Universum sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Und wenn euch jetzt noch interessiert, was Anakin alles als Machtgeist tat oder wer eigentlich der erste Sith war, dann könnt ihr hier rechts klicken. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.